meine Damen und Herren, zuerst möchte ich mich bei unserer charmanten Gastgeberin und bei unseren jungen Freunden bedanken für diese außergewöhnliche Gelegenheit, an dem ungewöhnlichsten Ort Europas einige Worte zu einigen nicht alltäglichen Gegenständen vortragen zu dürfen. Ich will ein paar Sätze zur Einführung in das Dokument vorausschicken, die helfen sollen, eine Brücke zu schlagen zwischen dem Hauptthema dieser heutigen Versammlung und dem besonderen Akzent, den mein späterer Vortrag annehmen wird. Die Griechen haben zwei Dinge entdeckt, die wir bis auf den heutigen Tag für unabtrennbar von der europäischen Lebensweise halten. Sie haben zuerst entdeckt das, was wir heute Pädagogik nennen und was in der Antike selbst in Athen Paideia hieß. Das heißt, die Kunst, Kinder hervorzubringen, die mehr oder weniger ihren Eltern ähnlich sind. Dass dies eine Kunst ist, wurde von den Griechen ebenfalls entdeckt, weil sie zum ersten Mal in einer kulturellen Situation gelebt haben, in der die Tendenz der Kinder, ihren Eltern nicht mehr zu gleichen, zum ersten Mal ganz deutlich geworden ist. Mit anderen Worten, sie leben in der Die Griechen haben zum ersten Mal das Phänomen der schrecklichen Kinder entdeckt. Alle Kinder Europas sind seit 2500 Jahren schreckliche Kinder, von denen wir versuchen, sie mehr oder weniger wieder in weniger schreckliche Kinder, das heißt in normale Nachkommen, zu transformieren. Die entsprechende Kunst heißt Erziehung. Bei den Griechen nannte man das Paideia, das bedeutet so viel wie die Kunst, aus Kindern etwas zu machen, was nicht ein Monstrum ist, sondern ein Mensch. Ja. Die Griechen haben die Entdeckung gemacht, dass die Menschen, wenn sie nicht gerade auf dem Weg ausschreiten, den ihre Vorfahren begangen haben, nach links oder nach rechts ausweichen können, und dass sie immer eine Tendenz haben, monströs zu werden. Der monströse Mensch ist der Mensch, der sich nicht mehr fortpflanzen kann, weil er selber der letzte Mensch seines Typus ist. So wie die berühmteste Kreatur der griechischen Urzeit, diese berühmte Chimäre oder Chimaira, wie die Griechen sie genannt haben, diese feuerspeiende Ziege, die von einer monströsen Mutter abstammte, die ihrerseits von einem monströsen Vater, nämlich dem Tartaros, dem Abgrund, herkam. Und aus dieser seltsamen Genealogie erklärt sich, warum alle Menschen den Abgrund, den Tartaros, in sich haben. Und wenn sie nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen, den Tartaros, also den Abgrund in sich selbst zu verschließen, kommt sozusagen der Urgroßvater in ihnen selbst wieder an die Oberfläche und sie werden letzte Menschen, sie werden Monstren, sie werden irreproduzible Singularitäten. Ich glaube, die griechische Paideia spielt sich eben auf diesem Terrain ab. Deswegen haben die Griechen etwas erfunden, was bis auf den heutigen Tag eine sehr aktuelle Realität ist. Sie haben den Lehrer erfunden. Der Lehrer ist, glaube ich, vielleicht die wichtigste psychologische Erfindung der europäischen Kultur. Und die Metamorphosen des Lehrers wären eine eigene Zusammenkunft wert. Darüber können wir heute nicht sprechen. Auf der anderen Seite haben die Griechen eine Figur erfunden, die die Europäer lange Zeit vergessen haben. Wir behaupten ja immer, und die Florentiner behaupten dies mit ganz besonderem Recht,
dass im 14. und 15. Jahrhundert in Europa ein Ereignis stattgefunden hat, das wir die Renaissance nennen. Heute begreifen wir, dass wir es zwischen dem 15. Jahrhundert und dem Jahr 1900 immer nur mit einer halbierten Renaissance zu tun gehabt haben, weil alle Figuren des griechischen Altertums in dieser Zeit in eindrucksvollen Formen wiedergekehrt sind. Aber nur eine Figur nicht. Es kam der Bildhauer wieder, es kam der Maler wieder, es kam der Rhetor wieder, vor allem in der Form des Humanisten. Einer der größten Humanisten, Niccolò Machiavelli, sein Sohn dieser Stadt. Es kamen alle Formen der Künste oder sogenannten Humanities zurück. Aber die Schlüsselfigur der griechischen Antike musste 400 Jahre warten, bevor ihre Wiederkehr ebenfalls in der Moderne zugelassen worden ist. Das ist die Figur des Athleten. Das war eigentlich eine der wichtigsten Gestalten der griechischen Antike. Wichtig vor allem deswegen, weil sie von den Athenern und vielen anderen Bewohnern der griechischen Städte erfunden worden ist, um die gefährlichste Kraft, die bis daher in der Menschenwelt aufgetaucht war, zu domestizieren, nämlich den Übermut und die Arroganz und die überschießende Kraft von aristokratischen Männern. Also der Sport ist eigentlich bei den Griechen erfunden worden, um die aristokratische Ambition von verrückten Männern zu domestizieren. Also es ist eigentlich der Versuch, die Demokratisierung der aristokratischen Ambition in die Wege zu leiten. Und das kann man nur in der Form machen, dass man auch innerhalb der Polis ein Forum schafft, in denen der Wunsch, der Beste zu sein, in demokratischen Formen gelebt werden kann. Deswegen haben die Griechen das Stadion erfunden, in dem es immer möglich war, im Wettbewerb zwischen ambitionierten Männern den Besten zu ermitteln. Ja? Also im Grunde genommen ist das eine ungeheure Zivilisationstechnik gewesen, die kämpferische, aber die militärisch orientierte Aggressivität von aristokratischen männlichen Individuen in eine mit der Demokratie, mit der Polis, mit der Zivilisation kompatible Form zu transformieren. Und es ist interessant, dass wir in Europa haben warten müssen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, dass diese Figur wiedergekommen ist. Und als sie wiedergekommen ist, war die Explosion vollkommen. Wir haben heute in der Welt eigentlich nur zwei unwiderstehliche, quasi religiöse Bewegungen, die auf dem Prinzip der Übung aufbauen oder des Trainings aufbauen, nämlich die Weltbewegung des Fußballs und die Weltbewegung des Olympismus. Das sind die beiden Sportbewegungen der Moderne, über die wir als Philosophen bisher immer viel zu wenig nachgedacht haben und von denen ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, sie in unser Weltbild zu integrieren. Die Griechen haben, wie ich schon gesagt habe, als Erste eine neue Anthropologie entwickelt, die auf der Idee beruht, dass das Menschsein in Form sein bedeutet. Ja, es bedeutet nicht einfach nur, in der Welt herumzuhängen, ohne zu wissen, was man tut, sondern Dasein heißt eine Rolle spielen. Eine Rolle spielen bedeutet den Text der Rolle lernen. Und die Rolle lernen wiederum bedeutet, sich in Form bringen, um das Leben so führen zu können, wie ein Bürger der Polis es führen soll. In der Zeit der Römer hat Seneca diese griechische Idee nach Italien importiert und hat eine Verbindung zwischen der Philosophie und der Arena hergestellt. Ich glaube, das ist der wesentliche Schritt gewesen, der dazu beigetragen hat, die Idee des Kampfes bzw. die Idee des Mehrkampfes, des Allkampfes, des Panathlon in die westeuropäische Kultur zu implantieren.
Seneca hat gelehrt, dass ein Mensch sein heißt, bis zuletzt in der Arena aufrecht zu stehen. Er hat gewissermaßen die Metapher des Gladiators auf die menschliche Existenz insgesamt expandiert. Ja. Der Mensch ist der beste Mensch ist der beste Gladiator, und der beste Gladiator ist derjenige, der immer noch steht, während alle anderen schon liegen. Ja. Das ist übrigens auch die Idee, die Grundform des lateinischen Ausdrucks substantia, das Aufrechtstehende. Das Subjekt wird nicht erst bei Hegel als Substanz entwickelt, sondern schon bei den Stoikern, denn der Gladiator ist eben derjenige, der steht, während alle anderen schon liegen. Ich darf übrigens noch daran erinnern, bevor ich jetzt mit meiner anderen Darlegung beginne, dass die christliche Kultur durchwegs auf einem Erbe des griechischen Athletismus aufbaut. Die ägyptischen Mönche, die syrischen Mönche haben sich selbst mit hohem Bewusstsein als Menschen verstanden, die ihr ganzes Leben in einem Trainingslager verbringen wollen. Dieses Trainingslager hieß ursprünglich noch nicht Monasterium, sondern es hieß Asketeria. Das ist das griechische Wort für das Kloster. Und der Name ist deswegen interessant, weil es noch hören lässt, was in diesem Ort praktiziert worden ist, nämlich Askese. Askese bedeutet im Griechischen nichts anderes als Training. Und das Kloster ist ein Ort, in dem Training praktiziert wird. Deswegen der Name Asketeria. Und die Mönche selber nannten sich die Asketen, die Athleten Christi. Die Athleten Christi, das war ein Mönch. Das heißt, Menschen, die um Christi willen in Form kommen wollten. Allerdings noch nicht wie die Modernen, in einer Form, die auf der humanen Expansion beruht, sondern genau im Gegenteil, die auf einem Training sozusagen der menschlichen Verringerung beruhte. Die alten Mönche wollten eigentlich als Menschen immer weniger werden. Sie wollten trainieren, nicht mehr zu existieren. Sie wollten trainieren, die Arroganz des Lebens schon zu Lebzeiten zu überwinden und gewissermaßen schon zu ihren eigenen Lebzeiten zu verschwinden. Die modernen Menschen haben die griechische Definition, dass Dasein in Form sein bedeutet, vom 14. Jahrhundert an Zug um Zug umgewandelt in eine neue Definition, die bis auf den heutigen Tag gültig ist. Dasein heißt heute nicht mehr nur in Form sein, es heißt auch in Form sein, aber die besondere Form des Informseins bei den Modernen heißt informiert sein. Und deswegen möchte ich heute eine kleine Reminiszenz vortragen an die Geburt der Information aus dem Geist der florentinischen Novelle. Das ist natürlich auch eine Hommage an den Genius Loci, denn es ist in der Tat so, dass hier in der Toskana, in Florenz sozusagen das moderne Nachrichtenwesen geboren worden ist, und zwar in der Form einer erzählerischen Form, einer narrativen Form, die bis auf den heutigen Tag in der Literatur praktiziert wird, nämlich die italienische Novelle. Die italienische Novelle ist eigentlich die Mutter aller Nachrichten, und alle Nachrichten italienischen oder florentinischen Typs seit dem 14. Jahrhundert sind Nachrichten, die davon Kunde geben, dass Menschen imstande sind, auch nach einer Katastrophe, ich werde gleich beschreiben, um welche Katastrophe es sich handelt, dass Menschen auch nach einer Katastrophe wieder in Form kommen können, indem sie sich gegenseitig die Erinnerung an die wahren Gründe der menschlichen Existenz in Erinnerung rufen. Also nach diesen kursorischen Vorbemerkungen möchte ich nun zu meinem
Referat übergehen und hier kann ich keinen geringeren Zeugen aufrufen als den Dichter und Philosophen Giovanni Boccaccio, der von 1313 bis 1357 gelebt hat, der in seinem 1353 vollendeten Werk De Camerone alias das Zehn-Tagebuch die bezeichneten Zusammenhänge mit aller nur möglichen Deutlichkeit umrissen hat. Er wendet sich in diesem Opus, das man aufgrund einer prüden Verblendung bloß für ein frivoles Anekdotenbuch hat halten wollen, vor allem an die weibliche Leserschaft mit dem ausdrücklich formulierten Vorsatz, ihnen Heilung bringen zu wollen von der schlimmsten der Frauenkrankheiten, der Melancholie, die nach der Meinung des Autors aus der Fixierung der Gedanken auf ein unerreichbares Objekt entspringt und gegen die es keine andere Abhilfe gibt als die allmähliche Umlenkung der Gedanken auf andere positive und erreichbare Gegenstände. Für solche Frauen vor allem sind die Erzählungen bestimmt, die Boccaccio die 100 Novellen oder Novelletten nennt, wahlweise auch die Fabeln oder Parabeln oder Historien. Die Rahmenerzählung des De Camerone lässt erkennen, dass Boccaccio mehr im Sinn hatte als eine poetische Gynäkologie. Es geht ihm letztlich um nicht weniger als die Regeneration einer zerfallenen Gesellschaft durch eine exemplarische Kur, in deren Verlauf die Kunst des guten Lebens wiedererlernt werden soll, oder wie Pampinea, die schöne und kluge Initiatorin, der in diesem Buch maßgeblichen Gruppe es ausdrückt, wir wollen nicht zögern, auch angesichts des äußersten Unglücks vernunftvoll die Mittel einzusetzen, im Italienischen heißt es hier Remedii, die zur Erhaltung unseres Lebens geeignet sind. Alla conservazione nella nostra vita, gemäß den Gesetzen des Naturrechts, natural ragione, die über das gute Leben aller Sterblichen wachen, il ben vivere d'ogni mortale. Und an erster Stelle gehört hierzu das Naturrecht der Aufheiterung, in dem Moral und Hygiene direkt ineinander übergehen. In keiner Situation könnte eine solche immunologische Ethik mehr am Platz sein als angesichts der unermesslichen Katastrophe des 14. Jahrhunderts, die man den Schwarzen Tod genannt hat, einer Welle des Unheils, die von Asien kommend über Europa hinwegging und von welcher man nicht wusste, ob sie durch den Einfluss von Himmelskörpern erklärt werden sollte oder ob sie dem gerechten Zorn Gottes über die menschlichen Untaten zuzuschreiben war. Boccaccio stellt klar, dass vor diesem Unheil nicht nur die menschlichen Künste, besonders die Medizin, kläglich versagten, sondern auch die religiösen Tröstungen ohnmächtig blieben. Wie ein Berichterstatter, der sich an die vorderste Front gewagt hat, fasst Boccaccio zusammen, was in diesen Tagen des Schreckens geschah. Aus der Einleitung zum De Camerone schreibt: So sage ich denn, 1348 Jahre waren seit der heilbringenden Fleischwerdung des Gottessohns vergangen, als die edle Stadt Florenz, die schönste Stadt Italiens, von der todbringenden Pest heimgesucht wurde. Man achte auf den abgründigen Reim der Beiwörter heilbringend und todbringend, fruttifera und mortifera, als wollte der Autor in aller Diskretheit andeuten, das zweite Ereignis sei geeignet, das erste in Frage zu stellen. Die vielen Empfehlungen, wie man die Gesundheit erhalten könne, bewirkten ebenso wenig wie die demütigen Bittgebete, mit denen sich fromme Menschen wieder an Gott wandten. Die Gewalt dieser Pest war deshalb so furchtbar, weil sie sich ebenso schnell von den Kranken auf die Gesunden ausbreitete, die mit ihnen in Berührung kamen, wie Feuer auf trockene und ölgetränkte Dinge übergreift, wenn es nur in ihre Nähe kommt. Und so wurden eines Tages die
die Lumpen eines Armen, der an der Pest gestorben war, auf die Straße geworfen. Zufällig machten zwei Schweine sich daran zu schaffen. Wie es ihre Art ist, berochen sie die Lumpen zuerst mit dem Rützel. Kurz darauf krümmten sie sich, als hätten sie Gift gefressen. Dann brachen sie beide tot zusammen. Unendlich oft kam es vor, wenn zwei Priester, ein Kreuz voraus, durch die Straße gingen, um einen Toten abzuholen, dass sich ihnen drei oder vier Träger mit ihren Bahren anschlossen. Und während diese Priester glaubten, sie hätten nur einen Toten zu beerdigen, waren es nun sechs oder acht und manchmal noch mehr. Für diese Toten gab es keine Träne, keine Kerze. Die Grausamkeit des Himmels und vielleicht auch die der Menschen war so ungeheuer groß, dass, wie man annimmt, zwischen März und Juli innerhalb der Stadtmauern von Florenz mehr als 100.000 Menschen aus dem Leben gerissen wurden. Die Beobachtungen, die der Berichterstatter zusammenträgt, ergeben das Bild einer Stadtgesellschaft in akuter Zersetzung. Die Geschäfte bleiben geschlossen, die Feldarbeit wird vernachlässigt, die Paläste entleeren sich und fallen Plünderern und apokalyptischen Zechern in die Hände. Die Haustiere werden verjagt, sogar die treuesten Hunde werden von ihren Herren aufgegeben. Schlimmer noch, Eltern verlassen ihre kranken Kinder. Panik und Schamlosigkeit regieren in den Häusern wie auf den Plätzen. Wie sehr die Lebensgefühle der Menschen sich im freien Fall befanden, belegt ein Bonmot Boccaccios, nach welchem die gesündesten Menschen mit ihren Kameraden in Florenz frühstückten, um dann mit ihren verstorbenen Verwandten im Jenseits zu Abend zu essen. Gegen die Summe dieses Unheils stellt Boccaccio seine novellistische Gegengesellschaft. Zwei Meilen vor der verpesteten Stadt entfernt, auf einem Hügel mit freier Sicht auf die toskanische Landschaft, begegnen wir der ersten ästhetischen Republik, der Moderne, ja sogar dem ersten Fall einer Counterculture, bestehend aus sieben jungen Frauen und drei jungen Männern, allesamt wohl erzogen und guten Familien entstammend. Sie tun sich in der Kirche Santa Maria Novella zusammen zu einer Verschwörung der Heiterkeit und der Höflichkeit und fassen den Vorsatz, sich der Regeneration des zerfallenen Lebens zu widmen. Und sie tun dies, indem sie ein Lebensmittel zur Verwendung bringen, dessen wahre Bedeutung erst in dieser Szene entdeckt wird. Das eigenartige Lebensmittel heißt Erzählen, genauer Novellen erzählen, Novellare. Die Geschichte mögen dem Altertum entstammen, solange sie mit einer neuen Pointe erzählt werden. Sie können der Gegenwart entnommen sein, sofern sich in diese etwas Bemerkenswertes und Belebendes ereignet. Und diese novellierende Tätigkeit verdient es wohl, genauer in Augenschein genommen zu werden, denn aus ihr wird das meiste von dem hervorgehen, was wir in späteren Jahrhunderten als Informieren bezeichnen werden. Was Boccaccio vorführt, ist nicht mehr und nicht weniger als die Entstehung der modernen Information aus dem Prinzip der Reanimation. Man könnte geradezu von einer Entdeckung der mentalen Immunsysteme sprechen. Wo diese funktionieren, wie sie sollen, lassen sich die aufbauenden moralischen Impulse, die von gewissen Geschichten ausgehen, unmittelbar in die Erhöhung der sozialen und der erotischen Fitness einer Gruppe umrechnen. Was hat es nun mit diesen Novellen genannten Geschichten auf sich, von denen jeweils 10 an einem Tag erzählt wurden, sodass nach 10 Erzähltagen die Zahl 100 erreicht war? Wollte Boccaccio tatsächlich, wie zuweilen vermutet wird, den 100 Gesängen der göttlichen Komödie, die 100 Episoden einer menschlichen Komödie gegenüberstellen? Wollte er sich sogar auf ein geistiges Abenteuer einlassen, das man Jahrhunderte später Säkularisation genannt hätte? Und spürte er das Risiko dieses Unternehmens so deutlich,
dass er deswegen an den Passionstagen, am Freitag und am Samstag, den Erzählstrom unterbrach, um den Kontrast zwischen dem Geist der heiligen Geschichte und den Grundsätzen seiner irdischen Therapie zu mildern, weswegen die Rahmenhandlung des Decamerone bei 10 Erzähltagen 14 ländliche Tage umfasst, nach deren Ablauf die jungen Leute ihre Therapiegruppe auflösen, nach Florenz zurückkehren und wieder eintauchen in das Leben einer genesenden Gesellschaft. Boccaccios nüchterner Blick hatte auf die florentinische Pest hatte die sozialen wie die metaphysischen Implikationen der Katastrophe klar erfasst. Von der Seuche war das symbolische Gewebe zerrissen worden, in welches bis dahin das Leben der Christenmenschen eingesponnen war. Die Welt der frommen Legenden, wie Jacobus de Voragine sie am Ende des 13. Jahrhunderts in seiner Legenda Aurea gesammelt hatte, war mit einem Mal ferngerückt wie ein Traumgespinst, das jede Macht und Verbindlichkeit verloren hatte. Ganz offenkundig waren das biblische Wissen und das christliche Fabulieren dem Einbruch des Realen nicht gewachsen. Das Beten half, wie man sah, ebenso wenig wie das Fluchen. Das In sich gehen hielt den Sturm der Infektionen so wenig auf, wie das sich gehen lassen. Die Medizin war nicht hilfreicher als die Theologie. Die symbolische Ordnung im Ganzen war ins Wanken geraten. Die Pfeiler der vernünftigen Hoffnung waren eingestürzt. Man stand mit einem Mal einem verdunkelten Gott gegenüber, einem Gott, zu dem man nicht mehr sinnvollerweise beten konnte, da er in seinem undurchdringlichen Zorn fast die Hälfte der eurischen Population binnen eines Jahres zu vernichten beschlossen hatte. Der Golfstrom der religiösen Illusion, der bis dahin das Klima in unseren Breiten reguliert hatte, war zum Erliegen gekommen, und wer auch immer am Fortgang des Lebens in halbwegs erträglichen Formen ein Interesse fand, musste sich nach alternativen Inspirationsquellen für die Beflügelung des Lebenswillens umsehen. Und nichts Geringeres als dies wird von den Novellen erwartet, die sich die jungen Leute in ihrer zivilisatorischen Klausur auf dem Hügel vor der agonisierenden Stadt gegenseitig erzählen. Unter ihrer scheinbaren Harmlosigkeit verbirgt sich der Ernst einer umfassenden Verantwortung vor dem Fortgang des Lebens. Die Poesie nach der Pest verlangt, dass man sagt, la vita è bella, auch wenn die Katastrophenmönche es nicht hören mögen. In einer der dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte, in der selbst das Evangelium, das christliche Evangelium, die Übermacht der schlechten Nachrichten nicht mehr brechen konnte, übernehmen die Novellen eine paraevangelische Funktion. Sie verbreiten die gute Nachricht, dass immer noch und trotz allem eine Lebenskunst in der Welt ist, die einen neuen Anfang verspricht, beginnend mit der philosophischen Bekräftigung des Lebensrechts, la conservazione della nostra vita, vermittelt durch die Lebensklugheit, für die wir uns gegenseitig inspirierende Beispiele liefern, und kulminierend in der Lebensfreude, die sich im zwanglosen, formvollen Miteinander der Gesellschafter fortpflanzt. Und das ist es, was die schöne Pampinea im Sinn hat, wenn sie vom Ben vivere d'ogni mortale spricht, eine Formel antiker Philosophie erneut zum Klingen bringend. Auf dem Hügel über Florenz wurde ein Menschenrecht artikuliert, das älter ist als alle übrigen Menschenrechte, das Recht auf Nachrichten, die besser sind als die Lage, das Recht auf Geschichten, die zeigen, dass die Sache der Intelligenz niemals verloren gegeben werden darf. Es ist das Menschenrecht der Poesie für Geschöpfe, die der Regeneration bedürfen. Von ihm macht Gebrauch, wer das Recht einfordert, Nachrichten zu hören, die nicht zum Verzweifeln sind. Und wir verstehen jetzt, dass Boccaccio, indem er sich an die durch häusliche Pflichten gefesselten und von der Melancholie gefährdeten Frauen wandte, in Wahrheit zu allen kommenden Generationen von Europäern sprach.
Denn was bei ihm Novellare heißt, ist eine Tätigkeit, die untrennbar werden wird von dem europäischen Gebrauch der lebensspendenden Geschichten. Indem sie erzählt und wiedererzählt werden, formieren sie einen alternativen Wärmestrom, von dessen Wirkungen seither unsere Regenerationen und Reanimationen abhängen. Dieser Strom hat seit dem 14. Jahrhundert nicht aufgehört, durch unsere Zivilisation zu fließen und mochte dieser Kontinent auch immer wieder bis in die jüngste Zeit durch wiederkehrende Pestwellen erschüttert werden, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn, so hat doch der Wärmestrom, der sich damals ein neues Bett grub, seine Stetigkeit bekräftigt und von Fall zu Fall sein Vermögen behauptet, das symbolische, das ästhetische und das moralische Klima der Europäer und ihrer Filialkulturen mitzubestimmen. In diesem Strom artikuliert sich eine für unseren Kontinent bezeichnende zweite Gläubigkeit, für die man in der Philosophie des 20. Jahrhunderts den Namen Hoffnung vorgeschlagen hat. Man könnte sie auch den Willen zur Kultur nennen. Sie drückt sich aus in einem Vernunftvertrauen, das auf Gottes Beweise gerne verzichtet, solange Geschichten und Nachrichten geboten werden, die beweisen, dass Menschen, wenn man sie nur in der richtigen Weise ermutigt, aufhören können, rechtlos, ohnmächtig und töricht zu sein. Jede Geschichte, die in diesem Geist erzählt wird, ist ein Evangelium en miniature, eine gute Nachricht aus einer offenen Welt, in der die Menschen mit Klugheit, List und Geistesgegenwart an ihrem Glücksverlangen festhalten. Was man nach der Pest braucht, sind nicht so sehr die altehrwürdigen großen Formeln und Riten, mit denen man Menschen christlich unter die Erde bringt. Es sind die kleinen frohen Botschaften, die von den diskreten Erfolgen der Glückssucher berichten. Diese Mikroevangelien sind es, die den Überlebenden helfen, ihren Blick wieder an den irdischen Horizont zu heften. Dieses Boccaccio-Prinzip, wie ich es nennen möchte, bringt dieses Bündnis gegen den Sog von unten in eine explizite Form. Seine Praktikanten stemmen sich nicht nur gegen die liederlichen Versuchungen der Regression und des Todes, die später von einer gewissen deutschen Romantik ausgehen werden. Sie lehnen sich mehr noch auf gegen die Entmutigung überhaupt, die zu jeder Zeit schon mehr als die Hälfte der Niederlage ist. Was Boccaccio vermutlich nicht bekannt war, sind die Umstände, unter denen die Pest nach Florenz kommen konnte. Sie vermochte sich erst bis ins Mittelmeer auszubreiten, nachdem die Tataren, die im Jahr 1346 die genuesische Handelsfiliale Kaffa am Schwarzen Meer belagerten, Pestleichen von Tieren, aber vielleicht sogar von Menschen, mit schweren Katapulten über die Mauern dieser Stadt geschleudert hat, worauf dort eine schwere Seuche ausbrach und mit den Waren von Kaffa, die nach dem Abklingen der Epidemie wieder nach Europa strömten, waren auch die tödlichen Erreger in Florenz eingetroffen. Meine Damen und Herren, mit diesen Hinweisen können wir unsere Exkursion in das 14. Jahrhundert abbrechen. Wir haben verstanden, dass sich mit diesem Ereignis, das wir die Renaissance nennen, viel mehr verbindet als nur ein Stilwandel in den Künsten oder die Zunahme des Interesses an antiken Autoren. Renaissance ist ihrem Grundzug gemäß ein Unternehmen zur Sabotage der Resignation. Was sie im Auge hat, ist immer Zivilisation nach der Pest. Worauf sie zielt, ist Regeneration im Allgemeinen. Was sie bewirkt, ist die Sammlung des Könnens gegen die Formlosigkeit und des Wissens gegen die Verwirrung. Sie umfasst einen kulturrevolutionären Wandel, der nicht weniger bedeutet als eine
durch die Jahrhunderte laufende Verschwörung, deren erklärtes Ziel es ist, der Dummheit zu schaden und der Verzweiflung aus den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie verstehen, meine Damen und Herren, Nietzsches Definition der Philosophie bestand darin, zu sagen, es ist nichts anderes als der gute Wille einer intellektuellen Guerilla der Dummheit, der ewigen Dummheit zu schaden. Und was die Renaissance bedeutete, ist freilich erst zu ermessen, seit die Aufklärung des 18. Jahrhunderts ein zweites Licht entzündet hat. Ich mache einen kleinen Sprung, gehe auf Seite 10 weiter. Seit 1348 wissen die Europäer, dass die großen Handelsstädte Ansteckungsräume sind. Diese Städte bilden Risikozonen, in denen die willkommene und die unwillkommene Berührung durcheinander gehen. Ihre Bewohner müssen nun auf einem furchterregenden Lehrgang begreifen, dass die Reichtümer und die Infektionen miteinander reisen. Sie müssen den Unterschied zwischen Belebungen und Vergiftungen von Grund auf neu studieren. Man könnte geradezu sagen, Europa verwandelt sich von da an in einen Experimentalraum, in dem die Einheit und Differenz zwischen dem Heilbringenden und dem Todbringenden getestet wird. Und so gesehen gehören Boccaccios Florentiner zu den ersten, die mit den Spielregeln der Globalisierung Bekanntschaft schlossen. Eine städtische Gesellschaft, die alles tut, um Waren aus der Ferne herbeizuschaffen und umzuschlagen, erzeugt, vorerst ohne klares Bewusstsein von der eigenen Rolle, auch Reiseerleichterungen für die unwillkommenen Passagiere, die man in späteren Jahrhunderten die Mikroben nennen wird, unter ihnen nicht wenige Besucher, die das Prädikat Mortifero in höchstem Maße sich verdienen sollten. Und seither gehört die Trennung zwischen den willkommenen und den unwillkommenen Importen zu den wichtigsten Aufgaben zivilisatorischer Klugheit. Es spricht für die Intelligenz der italienischen Stadtverwaltung, dass man auf die Entdeckung der riskanten Allianz von Pest und Ware mit der Einrichtung von Quarantänestationen vor den Handelsstädten antwortete. Das sind die italienischen Handelsstädte an der tyrrhenischen Küste vor allem, die diese Institution, die Quarantäne, erfunden haben. Man hat die Schiffe 40 Tage lang, wenn sie aus riskanten Gebieten kamen, hat die Fische 40 Tage lang im Hafen liegen lassen. Wenn die Matrosen bis dahin nicht tot waren, dann hat man sie an Land kommen lassen. Andernfalls hat man den Zugang dieses Schiffes zum Land vollkommen unterbunden. Daher kommt der Ausdruck Quarantäne. Und bis heute bekannt ist ja die Station der Insel Lazzaretto Nuovo in der Lagune von Venedig, die es der tüchtigen Handelsstadt vom 15. Jahrhundert an erlaubte, ihren Todeszoll im Vergleich mit den weniger geschützten Städten um ein Viertel abzusenken. Ich gehe ein Stück weiter auf Seite 12. Mit diesen Hinweisen möchte ich die These untermauern, dass sich am Beginn der europäischen Neuzeit, das zugleich das Zeitalter der Globalisierung eröffnet, ein Strukturwandel des Glaubens vollzog, in dessen Verlauf der moderne Aktivismus dem mittelalterlichen Passivismus den Rang abzulaufen begann, allen Manövern der passivistischen Partei zum Trotz, die unter dem Konfessionsnamen Katholizismus besser bekannt ist. Die Menschen der Renaissance wissen noch nichts von der späteren Irrlehre der Modernen, nach welcher der Mensch sich selbst als ein autonomes Subjekt beschreiben will. Für sie ist und bleibt der Mensch immer ein Geschöpf unter Einfluss, um nicht zu sagen ein Spielball übermenschlicher Mächte, ein Medium, durch das hindurch die vielfältigsten transpersonalen Größen wirken. Und gleichwohl beginnen sie zu begreifen, dass wer mit sich spielen lässt,
auch selbst ins Spiel kommt. Und wie die Freiheitsphilosophie im 20. Jahrhundert dozierte, es komme darauf an, etwas aus dem zu machen, was man mit uns gemacht hat, die berühmte Maxime von Jean-Paul Sartre, so entwickelt sich unter den ersten Akteuren der Neuzeit die implizite Maxime, es liege in unserer Hand, mit dem zu spielen, was mit uns spielt. Wir rühren hier an den tieferen Grund der heute geläufigen Formeln von den Global Players. Seit der Kolumbusfahrt von 1492 gibt es in Europa eine Avantgarde von Intelligenz, die verstehen, dass das, was mit uns spielt, die Erde selbst ist. Und seit ihre Kugelgestalt endgültig erwiesen ist, wird die Erde zu einem Ball, den Menschen zugleich bewohnen und fangen müssen. Und diese paradoxe Aufgabe leuchtet nicht allen ein. Und noch heute gibt es Menschen, die nicht glauben wollen, nach welchen Regeln seit Kolumbus gespielt wird. Sie können den Ball nicht kommen sehen und sie weigern sich ihn zu fangen und zu werfen. Aber wenn der Globus selbst mit uns spielen will, dann müssen wir, nolens volus, mit dem Globus selber auch spielen wollen. Im Herbst des schicksalhaften Jahres 1492 bringt Martin Behaim, ein junger deutscher Kaufmann aus Nürnberg, von einem Volontariat in Lissabon zurückkehrend den ersten in Europa bekannten Erdglobus nach Nürnberg nach Hause, um seinen Landsleuten zu erklären, welches in Zukunft die Bretter sind, die die Welt bedeuten, die Planken der hochseetauglichen Schiffe. Nicht? Wir dürfen nicht vergessen, die Europäer benutzen es erst seit demselben Jahr, in dem Kolumbus nach Amerika gefahren ist, benutzen sie den Globus, den Erdglobus, als das neue Massenmedium, wenn Sie so wollen, das neue Medium, um den Menschen zu erklären, wo sie sind in der Welt. Ja. Aber die Bretter der Zukunft, die Bretter, die die Welt bedeuten, sind jetzt die Planken der hochseetauglichen Schiffe. Die Seefahrt ist jetzt das Schicksal und nur der hochseetaugliche Geist kann mit den Forderungen der neuen Zeit noch Schritt halten. Und nun heißt es auf die Schiffe, ihr Philosophen, und auf die Meere, ihr Gläubigen. Das ist übrigens ein schöner Zufall, dass mein Kollege Maramau und ich, wir sind, glaube ich, die einzigen Philosophen in Europa, die jemals über Seefahrt und über den Passaggio a Occidente oder die West- und Ostpassage auch in einer philosophischen Terminologie gesprochen haben nach Nietzsche. Ja. Ja, warum? Weil es sind die wenigen Denker, die bis heute begriffen haben, dass der Ozean das erste Internet war und dass der Schiffsbau, um mit Hegel zu sprechen, seine Zeit in Gedanken gefasst war. Diese Beobachtungen betreffen, wie man leicht erkennt, die Techniken ebenso wie die Mentalität. Sie ziehen darum bedeutende theologische Konsequenzen nach sich, denn sie laufen auf nicht weniger hinaus als auf eine Umbesetzung der Positionen innerhalb der Heiligen Trinität. Während das nicht enden wollende Mittelalter sich einer exaltierten Nachahmung Christi verschrieb, für die das Meditationsbuch des Thomas a Kempis exemplarisch wurde, verfiel die beginnen wollende Neuzeit auf den folgenschweren Gedanken, man könne in gewissem Maß auch den Vater nachahmen. Das müssen Sie mal mit dem Kalender in der Hand anschauen oder mit der Chronologie. Nicht? Thomas a Kempis schreibt diese Imitatio Christi ungefähr in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts in Flandern. Ja, in dieser Zeit malen die florentinischen Künstler bereits einige der großartigsten Bilder in der Weltgeschichte der Kunst. Und indem sie malen, praktizieren sie eben nicht mehr die Imitatio Christi, sondern praktizieren bereits die Imitatio Patris. Das ist also, wenn Sie so wollen,
der Beitrag Italiens zu der ewigen Blasphemie der Moderne, ja, nämlich dass man eben von der Imitatio Filii oder Imitatio Christi auf die Imitatio Creatoris umstellt und im Menschen selber sozusagen das Potenzial der Kreativität freisetzt und daher die Richtung der Nachahmung verändert. Und das ist eigentlich die Definition dessen, was ich die permanente Renaissance nenne. Denn die Idee, dass die Menschen kreativ sind, die hat sozusagen nach ihren florentinischen Anfängen, nach ihren Anfängen in Padua und in Venedig und in Rom die moderne Welt nie mehr verlassen. Wir leben in dieser permanenten Renaissance. Wer auf den Sohn schaut, dem steht ein Beispiel für die Macht des Leidenkönnens vor Augen. Und da das Leiden unter Menschen nie zu Ende ist, kann jeder, der danach sucht, bei dem Meister des Leidens unerschöpfliche Anregungen zum eigenen Brauch gewinnen. Wer sich hingegen am Vater orientiert, der sieht einen Schöpfer bei der Arbeit zu und da genügt es zu begreifen, dass ihrerseits die Schöpfung nicht zu Ende ist, um unter den Menschen ein neues Meisterprinzip attraktiv zu machen. Es geht also um nichts Geringeres als um die Mitwirkung der Geschöpfe an der Schöpfung. Und nun steht der Aufstieg des Menschengeistes aus frommer Ohnmacht zu einer eingreifenden Konkreativität auf der Tagesordnung und auf der Epochenordnung. Denn üblicherweise tarnt sich diese Imitatio Patris unter dem Gemeinplatz von der Nachahmung der Natur. Aber dies ist natürlich nur eine große List, denn die Ahnungslosen mögen weiterhin glauben, es sei das Abzeichnen fertiger Naturobjekte gemeint, die dann das Auge auf dem Bilde lustvoll wiedererkennt. Aber die Eingeweihten werden wissen, dass es um etwas viel Größeres geht, nämlich um die Hervorbringungskraft der verborgenen Natur, die es nachzuahmen gilt, insofern die Natur die Gebärmutter aller Dinge ist. Ja, und erfinden heißt jetzt mit der Natur über die Natur hinausgehen. Und seit das Prinzip Kreativität in unserer Zivilisation Fuß gefasst hat, wird der Gedanke einer zweiten Natur technisch und ästhetisch akut. Er meint nicht mehr nur die kulturellen Gewohnheiten, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. Er bezeichnet nicht weniger als eine zweite Schöpfung. Und wer in Kenntnis der Sache das Wort Kreativität ausspricht, meint einen zivilisatorischen Innovationszyklus von unabsehbaren Perspektiven. Würden wir heute gefragt, wie wir uns in der Geschichte datieren, müssten wir seit damals, seit dem 14. und dem 15. Jahrhundert, wahrheitsgemäß antworten, wir lebten in einer Zeit, in der das Gebären und das Herstellen konvergieren. Also das Gebären ist sozusagen die Produktionsweise der ersten Natur, das Herstellen ist die Produktionsweise der zweiten Natur. Und die Produktionsweise der zweiten Natur, das Herstellen, setzt allerdings das Üben voraus, denn ohne das Training, ohne das Exerzitium erreicht das Herstellen nicht die Höhe des authentischen Kunstwerkes. Lassen Sie mir noch ein Wort sagen über die dritte Position der Trinität, denn auch sie unterliegt einer nicht weniger subversiven Verwandlung. Man macht sich an die Arbeit, den Geist, von dem es heißt, er wehe, wo er will, näher zu erforschen. Man studiert die Windrichtungen der Inspiration, wie man das Windsystem über dem Atlantik erforscht hatte, bevor man sich so weit hinaus wagen durfte, dass man die Küste nicht mehr sah. Ja, man entdeckt jetzt ein Strömungssystem der Begeisterungen, das ganz eigentümlichen meteorologischen Gesetzen unterliegt, deren Beachtung darf künftig bei keinem Unternehmen mehr vernachlässigt werden. In der Folge begreift man,
Der Geist weht nicht nur, wo er will. Er weht vielmehr, wo er kann. Und er kann da am besten, wo das menschliche Kunstvermögen, das bis zu hohem Grade erlernbar ist, zusammentrifft mit der Chance, die im Vorbeigehen ergriffen werden will. Mit dem Wimpernschlag des Glücks, das dich eine Sekunde lang anschaut, um zu prüfen, ob du imstande bist, seinen Blick zu erwidern. Im Gang dieser Forschungen nimmt die heimliche Trinität der Renaissance Konturen an. Sie wird künftig aus dem Vater, dem Sohn und der Fortuna bestehen. Wenn Sie wollen, das ist die eigentliche florentinische Theologie. Machiavelli hat die dritte Position der Trinität durch die Fortuna ersetzt. Nicht? Die zweite große Subversion dieser modernen Theologie kommt natürlich von Leonardo her, der zu den Menschen ein Wort gesagt hat, das bis auf den heutigen Tag in allen Seelen Widerhall findet, ein Ausspruch, der eigentlich auch aller modernen Konsultation, aller modernen Pädagogik, aller modernen Unternehmensberatung zugrunde liegt. Leonardo sagte einmal, chi non può quel che vuole, quel che può voglia. Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen das Axiom der modernen Integration von Wollen und Können. Denn Wille und Können sind in der modernen Kultur auf eine ganz besondere Weise ineinander verschränkt. Ja. Das ist ein Gedanke, der leider in Nietzsches Skizzen zu einer Theorie des Willens zur Macht nicht angemessen entwickelt worden ist. Denn der Wille zur Macht ist natürlich auch immer an ein Können gebunden. Und Leonardo hat in gewisser Weise schon 400 Jahre früher über Nietzsche hinweg einen Sprung gemacht in diese Zirkularität des Willens mit dem Können. Ja, ja. Quel che può voglia. Mit dieser zweiten Hälfte seines Satzes, ja, wird der moderne Mensch befreit zu einer neuen Einheit von Wollen und Können. Lassen Sie mich noch ein paar Sätze sagen über die Fortuna. Das ist doch eine echte Florentinerin und ich möchte hier nicht nach Italien reisen, um dieser Göttin eine kleine Referenz zu erweisen. Denn zugleich ist sie die Gestalt, mit deren Hilfe man den tieferen Sinn der Renaissance-Kultur am besten erläutern kann. Man muss sich nur mit dem Bedeutungswandel der römischen Fortuna beschäftigen, die in den Tagen des beginnenden Kaiserreiches, das heißt in der Antike, über die Feldzüge der Imperatoren gewacht hatte und über die Kampferfolge der Gladiatoren. Wir dürfen nicht vergessen, Fortuna war eine Arena-Gottheit, die in dem römischen Arenasport, also in den Gladiatorenkämpfen, zu Hause war. Das Mittelalter musste seinen Ehrgeiz in das Unternehmen legen, die Menschen vom Fortuna-Glauben abzubringen, mit seinem allzu menschlichen Flackern zwischen Magie und Fatalismus, um sie stattdessen an den Werten eines stabilen und gerechten Himmels zu orientieren. Und daher die chronische Beschimpfung der Fortuna als einer launischen und ungerechten Herrin, die ihre Bewunderer spöttisch im Kreis herumführt. Nur Narren, so heißt es bei den mittelalterlichen Autoren, wollen auf ihrem Karussell mitfahren. Aber mit dem Beginn der Neuzeit dreht sich der Wind und nun sehen wir wieder die schönen Glücksgöttinnen auf ihren Kosmoskugeln äquilibrieren, ausgestattet mit einem der ältesten Symbole des Kaufmannsglücks, dem geblähten Segel, wie man es etwa auf dem Gebäude der Dogana zu Venedig sieht, wo die nackte Dame den Dogen am Markusplatz aus mysteriösen Gründen ihr Hinterteil zeigt. Und nun kommt die Zeit, in der Machiavelli dozieren kann, die Fortuna sei ein Weib, das gerne fest angefasst wird, weswegen sie am liebsten für eine Weile mit dem läuft, der sie im richtigen Augenblick energisch an sich presst. Ja. Im Übrigen hat ja noch Petrarca, nicht, in seiner großen Geschichtensammlung
Das ist eigentlich das Gegenstück zum De Camerone. De remediis utriusque fortune, also die Heilmittel gegen Glück und Unglück. Jeweils 150 Geschichten gesammelt, mit denen die Menschen des späten Mittelalters üben mussten, glückliche Geschichten gleichgültig anzuhören und unglückliche Geschichten ebenfalls gleichgültig anzuhören. Der Christ musste eigentlich gegen Glück und Unglück eine Art von Äquidistanz einüben, also gleich weit Abstand halten. Während der moderne Mensch, der Mensch nach Machiavelli, der soll gewissermaßen mit dem Glück mitlaufen. Ja? Und er soll, wie man es eben sagt, sein Glück machen und nicht dem Glück ausweichen in christlicher Abstinenz. Fortuna, wir sind auf Seite 16 unten, ist gleichsam die Präsidentin, die dem modernen Parlament der Einflüsse vorsteht. Unter ihrem Vorsitz entwickeln sich Lebensformen, bei denen sich alles um die kluge Handhabung von Ungewissheit dreht. Und sie beruhen durchwegs auf dem Axiom, der Mensch sei weder frei noch unfrei. Er ist im absoluten Sinne weder Herr noch Knecht, er ist weder allmächtig noch ohnmächtig. Er oszilliert ständig zwischen den Kräften, Kräften, die heilen und solchen, die schaden. Er ist immer der Dritte im Bunde der Schicksalsparteien. Er bleibt jederzeit eingesponnen in ein Geflecht von Mächten und Neigungen. Aus dessen Gewirr zieht er mehr oder weniger energisch einzelne Fäden hervor, um sich aus ihnen sein eigenes Gewand zu weben. Ja. Ich möchte übrigens bemerken, das war eigentlich das Unglück der italienischen Philosophie, dass sie nicht auf diesem Standpunkt stehen geblieben ist, denn sie musste, wenn man so will, 200 Jahre lang bei der deutschen Philosophie im Exil leben und dort Idealismus studieren und dann Materialismus studieren und Poststrukturalismus studieren, um dann am Ende doch wieder zurückzukommen auf die eigentliche Quelle der postmodernen Reflexion. Das ist nämlich die Philosophie der italienischen Renaissance. Dass der Mensch weder frei noch unfrei ist, er ist weder Herr noch Knecht, er ist weder allmächtig noch ohnmächtig. Es ist wirklich ein Wesen der Mitte, ein Mensch, ein Wesen, das immer spielt und immer sozusagen nur als Spieler in der Welt, als Mitspieler mit dem, was mit ihm spielt, einen Ort in der Welt gewinnen kann. Und ich komme jetzt von hier aus noch einmal auf die Idee der Novelle zurück, Seite 18 oben. Es dürfte deutlich geworden sein, dass es sich bei ihr nicht bloß um eine neue literarische Gattung unter anderen handelt. Gewiss steht sie, indem sie der Legende den Rang abläuft, für den Sieg des Interessanten über das Erbauliche, für den Triumph der Neugier über die Frömmigkeit. Aber damit ist ihre Funktion bei weitem nicht erschöpft. In Wahrheit ist die Novelle die Mutter der Nachrichten. Wie der neue Montag den Schöpfungen gehört, so gehört der neue Dienstag des Menschen der Novellenpresse. Die Voraussetzung dieses Satzes ist, dass die Menschen nicht mehr in der ersten Schöpfungswoche leben, die mit dem Sonntag nach der Schöpfung beendet hat, sondern dass ein neuer Schöpfungszyklus begonnen hat, ein neuer Montag, der damit begann, dass die Menschen Erfindungen gemacht haben. Und möglicherweise leben wir jetzt schon am Dienstag oder am Mittwoch der zweiten Woche der Schöpfung. Ja. Denn die Novelle berichtet nicht nur von den kleinen Siegen der menschlichen Intelligenz über die Umstände. Vielmehr fasst sie die zu entdeckende und zu bewirtschaftende Welt im Ganzen als eine Belebungsquelle auf, aus der zu schöpfen die aufgeklärten Rezipienten nicht müde werden. Die neuzeitlich begriffene Welt verwandelt sich in eine Werkstatt der Aufheiterungen. Wer von ihr berichtet oder Berichte von ihr verlegt, ist gleichsam an einen Evangeliengenerator angeschlossen, aus dem die Innovationen sprühen, vorausgesetzt die Welt tut uns den Gefallen, das archetypische Vorurteil zu bestätigen, das wir als Teilnehmer an der Modernisierung hegen, dass das Neue zugleich das Gute sei, das Neuere das Bessere und das Neueste das Beste. Ich möchte daran erinnern,
dass die Welt uns diesen Gefallen, dass das Neue das Bessere ist, nicht immer tut. Und das gilt auch für die Novelle aller Novellen, die Nachricht von der Entdeckung der neuen Welt, die Amerika genannt wurde auf der Grundlage eines Irrtums, den ein deutscher Kartograf namens Wald Seemüller auf einer berühmten Karte aus dem Jahr 1507 begangen hatte. Aber damit Sie sehen, auf welche Weise sozusagen die guten und die schlechten Nachrichten gemeinsam reisen, die Schiffe des Kolumbus sind im März 1493 von der Entdeckung Mittelamerikas nach Spanien zurückgekehrt. Einige Teilnehmer der Kolumbusfahrt haben teilgenommen an dem Feldzug gegen Neapel durch die spanische Armee und haben Neapel belagert. Und mit ihnen kam in der Armee vor Neapel die Syphilis in Europa zum ersten Mal zu einer veritablen Explosion. Das ist ein Import aus der neuen Welt. Und nach der Auflösung des neapolitanischen Heeres überschwemmt die Seuche ganz Europa bis ans Ende des Jahrhunderts. Übrigens hat niemand geringerer als Albrecht Dürer auf einem Holzstich des Jahres 1496 die erste präzise Darstellung eines Syphilitikers festgehalten, die sogar unter dem Aspekt sozusagen moderner Anatomie oder moderner Medizin noch eine informative Beschreibung dieser Krankheit impliziert. Also die schlimme Nachricht war hier, dass eine neue Seuche in der Welt ist. Aber die gute Nachricht besteht darin, dass die Kunst der Darstellung nun auch von der Syphilis nicht Halt macht. Und wer genug Geduld hatte, 400 Jahre zu warten, der konnte es erleben, dass auch die Schrecken der Syphilis durch die moderne Medizin gemildert wurden. 1910 hat Salvasan die Syphilis weitgehend eingedämmt und nach 1942 hat das Penicillin von Alexander Fleming die Syphilis vollkommen unter Kontrolle gebracht. Was bedeutet, die guten und die schlechten Nachrichten reisen oft gemeinsam, aber zuweilen muss man auf die zweite gute Nachricht jahrhundertelang warten können. Ich komme zum Schluss. Wir können nach alledem eine Definition wagen. Seite 20, bitte. Renaissance ist die Redaktionszeit eines Dokuments, in dem neue gute Nachrichten verfasst und übermittelt werden. Das äußere Symptom dieser Renaissance ist der Streit der Alten und der Modernen, die berühmte Querelle des Anciens, die Modernen, die in Frankreich des 17. Jahrhunderts ausgetragen wurde. Ein Streit, der nur scheinbar zugunsten der Modernen entschieden wurde. In Wahrheit geht es um einen zweiten Streit, nämlich ein Streit zwischen den Partisanen des Neueren Testaments und den Bekennern der älteren Offenbarung. Wir haben ein altes Testament, wir haben ein neues Testament, das christliche, und wir haben ein drittes Testament, das wird sozusagen von den Menschen der Moderne redigiert, die der Meinung sind, dass in unserer Bibel, in der Bibel der Europäer, ein ganzes Buch fehlt, nämlich dieses dritte Testament der Aufklärung. Die permanente Renaissance, die den wahren impliziten Kalender der Neuzeit bestimmt, entfaltet sich zu einem Netzwerk aus ansteckungsträchtigen Geschichten, aus wiederholungswürdigen Animationen und expansionsfähigen Unternehmen,
die durch die sich das Weltwissen des Globalisierungszeitalters artikuliert. Dieses Testament, für immer informell und offen, bildet einen Schwarm aus Mikroevangelien vor einem dunklen Hintergrund. Dieser zeigt durch seine aufgewühlte Strömung an, dass neue Intelligenzen und Animationsenergien neue, gute Künstlichkeiten in der Welt sind, um die Menschen unter ihren Einfluss zu bringen. Die ersten Provider dieses Netzes waren die Bibliotheken, die fürstlichen und die bürgerlichen und die akademischen, in denen alles jeweils bis dahin Wissbare und Verbreitbare gesammelt wurde. Ihre Benutzer bildeten sich zu einem neuen Glaubensvolk, das wesenhaft ein Novellenvolk war, ein Wissensvolk, ein Unternehmensvolk. Sie gründeten die Republik des besseren Wissens, in deren Erbe wir heute stehen. Und auch diese Wissensträger wiegten sich nie in der Illusion, sie seien autonome Subjekte. All ihr Wissen beginnt mit der Einsicht, dass menschliches Leben, das Dasein in Flüssen und unter Einfluss bestehen. Nicht? Mit anderen Worten, der moderne Mensch ist ein Mensch, der sich einschaltet in die Geistergespräche seiner Zeit, auch in die Geschäfte seiner Zeit. Er ist ein Medium, ein Gastgeber, ein Kuppler, ein Mäzen, wir würden heute sagen, ein Netzwerker. Und in diesem Moment ist es natürlich unvermeidlich, an eine großartige Gestalt wie den Florentiner Lorenzo Magnifico zu erinnern, der der Beste und der Klügste war unter denen, die begriffen hatten, man muss auch als Herr einer modernen Stadt ein Spielfeld einrichten, auf dem die Besten mit dem spielen können, was mit ihnen spielt. So. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.